Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Dead by Daylight. ITC spielt mal wieder zu 5 für euch. Lutz ist der Killer, der versucht jetzt sein Bestes, und zwar nur sein Bestes und nur sein Skill, genau wie wir, wie ihr seht, im Inventar, deswegen habe ich es hier gestartet. Sind alle unsere Slots gesperrt, auch die von Lutz. Wir machen also so Flinte, Kimme, Korn und dann war es das, nur ohne Flinte. Es sei denn, Lutz hat das Bunny, dann hat er wenigstens eine Axtflinte, Wurf-Dings. Lutz, möchtest du uns verraten, was du spielst, oder dürfen wir es gleich herausfinden? Ihr dürft es gleich erfahren. Yay, alles klar. Ich habe auch keinen Tipp diesbezüglich, der unsere Theorie vielleicht stärken könnte. Mir wird gerade irgendwas über Generatoren erklärt, was bestimmt voll wichtig ist, aber das ist ja egal. Ohne meinen geliebten Katzenbuckel-Perk oder ohne unseren sogenannten Pussy-Perk wird das ja mal wieder ganz was anderes. Aber wir harren der Dinge, die da kommen. So, und ich probiere mal den roten Hahn aus. Sind nur Carsten und ich Broforce, ja, ne? Ja, ihr seid Broforce, ich bin roter Hahn, ich bin gut sichtbar, ich spiele den Köder Lutz. Mhm. Mit anderen Worten, meine Aufgabe ist es, dich abzulenken als Killer. Wenn du mich also jagst, dann machst du etwas falsch. Okay. Just say. Also willst du, dass ich dich nicht jage? Ach, mir ist das vollkommen wurscht, was du machst. Ich nehme alles, was mir vor die Flutz gibt es nicht zu, aber er ist jetzt schon verwirrt. Ich hau euch alle kaputt. Das ist die richtige Einstellung, Lutz. Alles kaputt hier. Hier wird niemand verschont. Okay, er spielt den Hillbilly. Schaurige Speisekammer. Bäh. Geil. Geil. Ich habe ein rotes T-Shirt und wir befinden uns auf einer Karte, die nur braun ist. Dunkelbraun. Geil. Super cool. Technik, die begeistert. Ne? Hey, Bro. Well, eigentlich bist du nicht mein Bro. Du bist nur rot. Du bist vor allem weiblich. Hallo. Ja, das bin ich. Hi. Hi, ich bin der Bro. Terror. Sweet. Ach, er spielt den Doktor. Oh nö! Lutz kann den Doktor spielen? Aber das mit dem roten Shirt funktioniert. Eisch. Warum immer auf die Kleinen? Geh weg! Lauf! Tu deinen Job, Rotshirt. Nein! Nami! Ich bin noch in der Nähe. Da. Was ist sein verfickter Mechaniker ohne sein Werkzeug? Egal, ich bin ein Bro. Ich schlage einfach den Generator so lange, bis er funktioniert. So, da gibt's doch bestimmt Leute, die sind näher dran als ich, oder? Oh, läuft! Nee, die sind alle so weit weg. Geil, dann sollten wir vielleicht so langsam aber sicher dahin laufen. Mhm. Bist du im Haus oder dahinter? Im Haus, obere Etage. Gott. Wie kommt man da hoch? Hast du mich jetzt gerade echt nicht gesehen, Lutz? Nein. Krass. Ich habe ein rotes Shirt an. Ich bin schon da, André. Mach deinen roten Shirt-Job. Ich versteck mich. Ist eine gute Idee. Sieht das geil aus. Geil. Ja. Ey, mit welcher Logik das denn jetzt? Wie
Dicker über das, denn der knallt mir die Palette auf den Kopf und ich erschlag ihn in den Bein auf. Oh Mann. Das war das Tolle, ich hab keinen Haken in der Nähe. Guck mal, Lutz, hier bin ich. Hast du dich jetzt runter wiggeln können? Ja. Super nice. Da haben die da. Crap. Alter. Bist du ihm jetzt entkommen? Weiß ja. Ich nicht. Nein, ich habe immer noch Terror. Ihr Redshirts seid die Besten. Ohne euch wäre die Crew nichts. Hab schon wieder Terror. Lutz. Oh, das ist böse zu meiner. Bist du eigentlich behindert? Du bist in dies. Gerannt oder was? Nein, in diesem Haus, wo du mich gefangen hast, da war der Keller. Oh. Ich meine, jetzt kann ich es dir ja sagen, aber du hättest einfach nur ein Stockwerk tiefer gehen müssen. Mach weiter, komm schon. Das ist nicht okay. Da habt ihr da. Kann ich mich eigentlich von alleine beruhigen? Nein. Lutz, lass mich in Ruhe. Ich meinte das mit dem Behindert nicht so. Wo hat er dich denn? Dahin? Und Ausgang geht auf. Ich hab Terror. Ja, der campt, der Wichser. Die Sau. Du hättest ihn nicht behindert nennen dürfen. Ich hab gefragt, ob er behindert ist. Ich bin interessiert an seinen psychischen und geistigen Zustand. Das solltest du vielleicht in Relation zum Durchschnitt der Gesellschaft. Campt er immer noch? Ja, natürlich. Nö, mach ich nicht. Nein. Nö, ist kein Camping. Wo ist denn der? Egal, das war. Ach, hier ist ein Ausgang. Wo ist denn der? Nett. Könntest du beschreiben, wo er ja. ist? Ja, das ist hier. Lasst euch Zeit. Ja. Dann halt nicht. So, dann. Er verfolgt mich jetzt. Komm, gib Gas. Ah. Und er lässt mich liegen. Los, lass mich in Ruhe. Ich wechsle mal zur Behandlung für dich. Komm mal her. Bitte, Lutz. Nein. Ey, du warst doch immer mein bester Freund und dir guckt dein Kabel aus dem Arm. Oh, was? Das hab ich noch gar nicht gemerkt. Ey, bitte, bitte. Boah, ich hasse dich, bist so ein behinderter Wichser. Lutz, mein Bro! Lutz! Ja. Lutz! Lutz! Hey, Lutz! 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 Habt ihr wenigstens irgendeinen Ausgang offen? Ja! Lutz! Ja. Komm mal her, Lutz! 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 Lass mich in Frieden! Na toll, der Ausgang ist nicht offen. Da, wo du hinkst, an der nächsten Wand, genau, geradeaus.
Timo, stopp mal. Nee. Herr Bro. Weiter rechts, Schatz. Und dann an der Wand folgen. Ah, oh, ich sehe ihn. Ups. Oh, Bro. Ja. Ja. Aber. Nein, ich bin raus. Egal, verpisst euch. Entschuldigung. Nein. Hey. Nein. Schade, dass Camping auch noch belohnt wird. Schlimm sowas. Alles oder nichts. Achtung, hinter dir! Ja, ist doch egal! Ach, fuck. Lutz, verpiss dich! Ja. Soll ich rausgehen? Schaffst du nicht. Oh, der war gut. Ich versteck mich jetzt. Alter. Ich find jetzt die Luke. Versteck. Komm, such die Luke! Mach auch nicht! Die Mulk versteckt mich jetzt. Tja, boah, ich kann am Boden, tot, wo ich Arschloch. Bin, leider nichts tun für dich, Aileen. Ich weiß. Ich finde es nicht okay, dass du meine Freundin aufspießt. Du bist ja weggerannt. Ich bin weggefallen. Alter. Timo? Ah, da ist er! Geh weg! Lass dich in Ruhe, verdammt! Fast hätte ich es noch geschafft, du Blindfisch! Verdammt! Wiggle dich doch frei! Wiggle, wiggle! Der findet eh keinen Haken. Nee, ich versteck mich. Ach, Lutz ist eine Katze. Zeitspiel. Zeitspiel, er will nur Blutpunkte, der Penner. Kriegt er doch eh nicht. Ja, das ist der Punkt. Das weiß Lucia nicht. Das weiß Lucia nicht. Ja doch, jetzt schon, deswegen hat er dich doch wieder aufgenommen. Na, fuck, Alter, ich hätte sogar fast noch geschafft, Junge. Hättest du mal direkt angefangen. Ja, eigentlich schon. Hast du ein Tattoo hinter dem Ohr? Ja. Keine Ahnung. Hab ich? Aber, ja, natürlich, Bro, hab ich. Verdammt. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Ein Redshirt hat überlebt und ein Bro nicht. Tja. Verdammt. Ey, Lutz? Ne, Moment. Ja. Hä? Carsten, hattest du Add-ons? Ja, ich war OP. Wie ging das denn, ja? Ach, was weiß ich. Egal. Ah ja, fein. Lutzt mit seinen Doktorspielchen. Alles klar, ihr könnt immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Mal sehen, was wir beim nächsten Mal machen können. Booyah!